Wo bin ich denn im Bild? Hier. Hier bin ich noch im Bild. So, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar möchte ich jetzt den Frank vorstellen von dem Videokanal Schräg. Wir zwei kennen uns inzwischen ganz gut, weil er kennt mich schon länger, ohne es zu wissen. Weil ganz in seiner Nähe gibt es einen Flugplatz, nämlich die Hahnweide in Kirchheim-Teck. Das ist einer der größten Flugplätze überhaupt in Deutschland. Da ist mehr Verkehr als am Flughafen Stuttgart tatsächlich. Mehr Flugstudierung. Ich weiß das, weil ich damals ein Fluglotse bin. Ich bin dort als Fluglotse, weil es da die Flugdienste und die nennen sich das Startleiter oder so nennt sich das. Und ich bin bestimmt zigmal mit dem Flugzeug über ihn drüber gebrettert, über sein Haus, hat wahrscheinlich nach oben geguckt, aber ja, schon wieder so einer da drüber brettert. Ich mache das nicht mehr, weil mein Pilotenschein ruht. Ich bin einfach zu viel beschäftigt mit dem Autofahren. Und die Dinger fliegen ja nicht elektrisch, wobei es schon ein Flugzeug gibt, das elektrisch fliegt. Das ist gerade in der Probe. Das fliegt aber nur eine Stunde lang. Da muss man auch dran arbeiten. Er meldet sich immer bei mir, wenn er ein neues Auto ausprobiert. Dann sagt er, du, ich komme zu dir nach Hause, wir setzen uns zu zweit ins Auto, du darfst fahren und dann darf ich das Auto fahren. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil ich einfach dadurch ganz, ganz viele Elektroautos inzwischen kennenlernen durfte. Und zwar immer ganz aktuell, wenn sie gerade neu auf dem Markt sind. Insofern bin ich ihm da sehr dankbar dafür und natürlich bin ich ihm dankbar für seinen Videokanal, den ich natürlich eifrig konsumiere. Den Rest erzählt er selber, ich will ihm gar nicht so viel Zeit stehen, wir sind schon ein bisschen spät dran. Dadurch Zeit bis 5 Uhr, dann komme ich wieder mit 2 Flaschen Wein. Wenn du pünktlich bist, sonst gibt es den Wein nicht. Genau. Dann schenke ich den, weil ich ja die Lade sehe, die Wartezeit. Okay, viel Spaß, danke schön. Danke für die Einleitung. Ja. Ja, das ist hier mein Thema heute, Endzeitgebrüll der Verbrennungsmotoren. Also es geht jetzt richtig los mit der E-Mobilität. Vermutlich noch nicht so richtig. Ich prognostiziere ja 2020 und heute ist das Thema eigentlich, wenn man heute schon ein E-Auto kaufen will, was ist denn da eigentlich auf dem Markt? Was ist sinnvoll? Gibt es überhaupt was? Und ich sage, es gibt schon was. Wir sehen es ja auch da unten. Frage ist jetzt nur, was will man eigentlich selber? Das ist eigentlich hier heute mein Thema. Hier, ja, Videokanal. Ich habe fast 10.000 Abonnenten. Ich habe heute nicht mal reingeguckt. Kurz davor sind wir vor der magischen Zahl. Unheimlich viele Videos gemacht, auch in letzter Zeit. Wie gesagt, wenn man so Autos hat, möchte man das mal auch irgendwie testen. Und ich nehme eigentlich mal fast alles auf. Und ihr guckt das alles. Oder die YouTuber, die gucken das alle im Internet. Ich hoffe, es sind noch mal welche da, die das überhaupt nicht kennen. Wer kennt hier überhaupt kein YouTube? Einer. Ihr seid doch selber da drin. Ne? Ja. Oder wer kennt nicht den Kanal? Immerhin, ja, das ist gut, sehr gut. Ah, das ist schöner falsch dahin. Ja, nee, ich habe so eine wöchentliche Geschichte, wo ich noch ein bisschen die News zusammenbringe. Was mir aufgefallen ist, muss man immer ganz, ganz wichtig sagen, das sind eigentlich die Sachen, die mir auffallen. Das ist nicht, ich will das nicht vollständig, das ist nicht irgendwie jetzt alle Daten stimmen und so. Nein, es ist das, wie ich das sehe, wie mir das aufgefallen ist, habe ich so zusammengestellt, mal jede Woche Samstag, solche Geschichten. Dann bin ich auch mit Teslas unterwegs. Ja, ich bin, muss man auch ganz deutlich sagen, ich habe kein E-Auto, ich besitze kein E-Auto und ich besitze auch keinen Tesla. Das ist vielleicht auch mal eine andere Sichtweise. Viele Leute sehen das immer so aus der Tesla-Sicht, alles super, habe ich alles nicht. Komme ich auch gleich drauf, warum. Weil das ist das Thema heute hier unten, Praxistest E-Auto. Ja, was habe ich denn so hier? Also mein tollstes Video oder meistgeklickte Video ist übrigens eine Fahrt mit einem Model S, schon Ewigkeiten her, mit dem Autopilot, damals zum ersten Mal Autopilot nach Stuttgart, von mir, von Weilheim-Tech über die Autobahn in die Stuttgarter Innenstadt. 700.000 Mal geklickt. Ne? Da hat man mich sogar angerufen, hat ein Interview mit mir gemacht beim Radio. Was ist denn das? Ja? War damals ganz neu. Und dann sehen wir hier so die anderen Sachen bis hin zu Horst Lüning. Den habe ich auch mal getroffen. Der hat mich angerufen. Der wollte mit mir ein Interview machen. Das ist ja cool. Ne? Okay, nee. Ja, ganz wichtig, ist alles Dauerwerbesendung hier. Also ich werde so viele Produktnamen nennen und so viele Firmen empfehlen. Das ist jetzt leider so. Okay, aber Motivation. Also... Oder warum mache ich das alles? Oder wir? Oder überhaupt? Und ihr seht ja auch da unten die ganzen E-Mobilisten. Hier, der Robin TV hat ja sowas gemacht, E-Mobilisieren. Warum? Ja, bei mir auf jeden Fall Stuttgart. Ja, ich muss auch manchmal nach Stuttgart fahren. War schon so, Gestank, Lärm, Hektik. Nein, danke. Ich habe mir schon so überlegt, nee, es muss doch irgendwie anders gehen. Ich lebe am Fuß der Schwäbischen Alb. Ja, und da oben ist Biotop und so weiter und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich da bin und kommt so ein Motorradfahrer. Ah, das hört man ja schon auf Kilometer Entfernung. Ne?
oder mein Nachbar hat einen Porsche und gegenüber habe ich einen Range Rover oder was weiß ich. Genau, und wir haben Feinstaubalarm. Das ist Originalschild auf der Autobahn nach Stuttgart dann nachher, wenn das ist. Ne? Also deshalb habe ich gedacht, da oben, okay, aber nee, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Wir haben es ja vorhin ein bisschen gehört hier, die Zahlen, war jetzt interessant für mich. Ja, ich bin nämlich lange Zeit, meine Geschichte, ich bin lange Zeit mit so einem Auto rumgefahren, das ist eine Dieselversion auch noch. Ne? Opel Zafira, cool, ne? Oh, ja. Unten sieht man den Ampera, der hat auch dasselbe Design. Und ich habe gedacht, Leasingende war jetzt in diesem Jahr, Februar 2019. Und es muss doch irgendwie anders gehen. Das war eigentlich mein Anlass. Ich habe schon mal hingestellt da an die Ladesäule, hat natürlich nicht funktioniert. Ja, und ich habe gedacht, hier Opel ist doch eigentlich innovativ unterwegs. 2010 gab es das Auto, das ist der Vorläufer von diesen Amperas und von diesem Flex-Konzept, was sie so hatten. Und das war schon elektrisch. 2010, natürlich nie gebaut, aber ist, wie gesagt, diese Verbrenner noch rausgekommen und immerhin der erste Ampera. Ich habe gedacht, da muss doch was gehen, auch bei deutschen Herstellern. Ja, okay, ich habe natürlich erstmal einen Tesla ausgeliehen, das war Mitte 2015, wie gesagt, für das Video da oben eigentlich. Und da steht mein Sohn, der macht übrigens immer diese coolen Sounds, beziehungsweise die Abspannmusik. Demnächst werde ich nochmal für ihn sammeln, damit er mir eine neue macht. Langsam ist die ja ausgelutscht. Ja, und ich bin da auch mit so einem Auto mal nach Hannover gefahren und habe festgestellt, funktioniert, haben ja schon viele gesagt, Supercharger laden und so weiter. Wie gesagt, ich habe keinen Tesla danach gekauft, ist einfach zu teuer. Ja, 100.000 Euro ist einfach zu teuer. Damals gab es ja auch keine Gebrauchten, ne? Ging nicht, unmöglich. Ne? Und ja, und eigentlich, meine Frau sagt auch, das Auto ist viel zu groß. Ja? Also ich habe jetzt da nur Normabmaße von meiner Garage. Garage passt sowieso nicht vor, die Garage auch nicht richtig. Kommen nachher noch Bilder. Ja, hier sieht man es. Also es ist viel zu groß. Ne? Ja, aber ich habe gesehen, es funktioniert. E-Mobilität 2015 funktioniert. Einfach hochgefahren, haben schon viele gesagt hier, geladen an den Superchargern. Verzögerung vielleicht maximal eine Stunde. Das war eh die Pause, die man gemacht hat, immer so. Hat funktioniert. Dachte ich mir, super, also guck mal doch mal, was es sonst so gibt. Ne? Anfang 2016 sind wir jetzt. Dann hat hier große Werbung von BMW damals, habe ich auch einer der allerersten BMWs da, habe ich gedacht, kriege ich, ne? Erst ein halbes Jahr später gekriegt dann, für 500 Euro einen Monat. Konnte man damals so eine Aktion, war ziemlich schnell weg. Es war sozusagen die Vorbestellversion von dem i3. Ich habe, glaube ich, das war zu Weihnachten, wollte ich ihn haben. Und gekriegt habe ich ihn dann, glaube ich, im Juli. Ja, so ein halbes Jahr später. Aber immerhin, plötzlich haben sie angerufen, hier, sie haben sich doch da gemeldet und da so wollten doch so ein Auto. Da kommt das Auto her. Dann bin ich zu meinem VW-Händler. Sagt er mir, ja, E-Golf gibt's, kann ich bestellen zum Probefahren? Kannst du für einen Tag haben? Sage ich, wenn ich einen Freitagabend abhole, kann ich einen Montag wieder zurückbringen? Ja, geht auch. Trage ich einfach ein. Hat dann kommen lassen, natürlich auf dem Tieflader, ne? Wie denn sonst, ne? Von München. Und konnte ihn mal fahren. Hier passt auch gut zu unserem Ab, haben wir daneben stehen. B-Klasse haben wir jetzt draußen, ne? Ist der Kollege da? Nee, ne? Sascha? Unten. Haben wir noch stehen. Gibt es inzwischen nicht mehr B-Klasse, auch vom Mercedes-Händler um die Ecke. Sagt er mir, ja, ich weiß nicht, Auto habe ich da stehen, hat noch keiner angucken wollen. War auch schwarz. Schwarze Autos mag ich gar nicht, meine Frau auch nicht, aber trotzdem haben wir genommen. Mal ausprobiert und so, eigentlich nicht schlecht und gibt es inzwischen nicht mehr. Dann Opel-Händler, gibt es auch bei mir um die Ecke, hat der tatsächlich einen Ampera stehen gehabt. Auch noch mit schöner Beschriftung, sieht man heute gar nicht mehr, hat jeder runtergemacht. Ne? Habe ich verzweifelt gesucht, wo ich mal einen Gebrauchten kaufen wollte. Ja, Ampera gibt es, also was ist das? 80 Kilometer Reichweite und dann 500 Kilometer mit Verbrenner fahren. Ja, damals, das war damals der Stand der Dinge. Das war praktisch, um die Leute irgendwie zur E-Mobilität zu bringen. Fand ich alles ganz toll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn jetzt das wirklich so kommt, ne, dann will ich eigentlich so ein Auto haben. Ja, ich bin da ein bisschen, okay, ja gut, ich habe doch einen Tesla gekauft. Nein, ich habe nur die linke Flügeltür gekauft. 11 Leute kaufen einen Tesla, weil dann ist ja günstiger, ne? Also 130.000 geteilt durch 12, okay, das war dann so der Anteil. Und wie gesagt, mir gehört die Flügeltür, ist die so viel wert? Weiß nicht. Ja, also konnte mal einen Monat im Jahr fahren dann, ne? Über 4 Jahre, habe jetzt zweimal sind wir schon gefahren. Ja, Pegasus steht unten, ne? Steht unten, ne? Habe ich schon gesehen? Muss unten stehen. Drive Tesla kommt nachher noch am Ende. Ja, es war obercool und da habe ich mal gesagt, ja, Model X ist auch nicht schlecht. Habe gedacht, wäre so eine Familienlimousine, ne? Aber viel zu groß. Flügeltüren, ständig sprechen einen die Leute an, die kann nirgendwo im Parkhaus hinstehen, ist es doch nicht. Und natürlich, ja gut, es ist schon cool hier im Urlaub, alle Leute, 7 Leute rein, noch Gepäck geht auch, überall aufsehen immer hier die Show und die tollen Easter Eggs und was nicht alles und Routenplaner funktioniert und man kann hier Ladestation, hier, ne? Nagold, um die Ecke, ne? Warte gerade, und so weiter, ne? Und Familie will auch fahren, ja super eigentlich, aber ich will ja eigentlich was, will ja, dass mein Geschäft, meine Firma das Auto finanziert. Tesla finanzieren die nicht, wir kommen gleich drauf.
Aber sowas vielleicht. Das war so damals schon so, ja, Ende 2017, Opel sagt, wir haben auch was. Ampera E nennen wir das Teil. Und war so ganz toll irgendwie. Bolt hieß es in den USA und ich habe alle gedacht, hey, das ist das Auto. Das ist praktisch, die haben praktisch den Ampera genommen und jetzt als E-Auto. Und alles, was so an Erfahrungen da war von Tesla und Co., reingebaut, habe ich gedacht. Das ist es. Kommt später, ne? Ja gut, jetzt meine Praxistests. Also, was mache ich eigentlich den ganzen Tag mit den Autos? Ich fahre immer hin und zurück. Ja, meine Rahmenbedingungen, also Leasing von meiner Firma, ich sage jetzt nicht den Namen der Firma und so weiter, aber hier, nur deutsche Hersteller darf ich, nämlich die heißen bei uns Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Opel, Ford und Volvo. Okay, ist halt so, ne? Auf Nachfrage hieß es dann, ja, wir haben halt die zuverlässigen Hersteller genommen, die zuverlässigen Autohäuser, das ist halt die Auswahlkriterium und maximal hier 57.000 ohne, mit Mehrwertsteuer, aber ohne irgendwelchen Rabatt. Rabatt gibt es nicht bei Leasing, ist ja klar, ne? E-Auto. Jetzt schwenke ich jetzt auf E-Auto. E-Auto-Angebot war dann tatsächlich in unserer Leasing-Broschüre steht drin, ja, kriegst du maximal 10.000 Kilometer pro Jahr, Toleranz 2.500, also mal, ne? 12.500 ist das dann und 4 Jahre Laufzeit. Kurz überlegt, 4 Jahre Laufzeit ist schon bei so einem E-Auto, also bei dem, wie schnell die jetzt das sich ändert, ist schon mal schwierig. Dann habe ich so geguckt, was bin ich bisher gefahren? Mein bisheriger Vertrag war 20 und den musste ich meistens auf 25.000 erhöhen. Also irgendwie passte das nicht so zusammen, aber ich habe gedacht, nee, jetzt guckst du halt, dann machst du halt, fährst du ein bisschen weniger. Also wenn man nämlich nur zur Arbeit fährt, geht's vielleicht. Versicherung, Wartung ist alles drin, das ist praktisch das, kein Strom. Komplette Eigennutzung, natürlich muss man versteuern die Eigennutzung. Alle Familienmitglieder können alleine fahren. Andere Leute können fahren, wenn ich dabei bin. Also super Angebot. Keine Anzahlung und so, also wie so ein Firmenleasing normalerweise ist. Ich fahre mit dem Auto für die Firma nirgendwo hin. Das ist rein zur Arbeit hin und Privatnutzung. Das ist eigentlich ein super Angebot, sage ich ja gar nichts. Ne? Aber okay, aber für E-Autos war das ein bisschen mager. Okay, da habe ich gesagt, okay, gucke ich trotzdem mal an. Das waren meine Kriterien hier, gehe ich nicht auf alles ein. Damals natürlich gab es noch viel mehr, gab es sogar noch Ford Focus, sehe ich gerade, und B-Klasse und so weiter. Und ich habe ein bisschen überlegt hier, Reichweite, wie es ist, Assistenzsysteme, was ich will und so. Hatte schon ein paar Vorstellungen, lade so ein bisschen. Ja, okay. Also, aber andere Seite war eigentlich, das ist viel, viel wichtiger, auch wenn jetzt jemand sagt, ich muss ein E-Auto irgendwie mich entscheiden. Woran mache ich das fest? Man sollte das nicht an den Eigenschaften der Autos festmachen, ja, sondern mal sich überlegen, was mache ich überhaupt damit? Ja, was mache ich damit? Ich fahre täglich zur Arbeit, zweimal 30 Kilometer, 60 Kilometer am Tag. Ja, vielleicht mal einmal 50 Kilometer nach Stuttgart fahre ich auch manchmal. So, Rechnung, sieht man, sind schon 15.600 Kilometer. Wenn ich jetzt am Wochenende sage, mal fahre ich auch so viel wie unter der Woche. Ne? Passt schon nicht, ne? Merkt man schon. Also dieses vorne, ich würde gerade so eben hinkommen, wenn ich nur zur Arbeit fahren würde mit den 10.000 oder den 12.500, war schon so das erste Problem. Ne? Dann fahre ich manchmal zu den Schwiegereltern, zu den Eltern, ist vielleicht 80 Kilometer, nach Nagold nämlich zum Beispiel, ne? Oder nach Ludwigsburg und da muss ich 5 Leute mitnehmen. Ne? Zwei Kinder und noch irgendjemand fährt immer sonst noch mit. Ne? Das ist nämlich, meine Frau guckt immer als aller, also zwei Sachen guckt die rein. Das ist der sogenannte WAF-Faktor, kennt ihr den? Woman-Akzeptanz-Faktor. Ne? Erstens Farbe, schwarz, will ich nicht. Egal was für ein Auto, schwarz, will ich nicht. Dann hinten die Tür aufmachen und reingucken, ob 3 Sitze sind zum Anschnallen. Jeder weiß, ein Up hat hinten nur 2 Sitze. Ne? Ärgert sich selber in ihrem eigenen Auto. Ne? Also, solche Kriterien. So, und dann muss ich aber die 160 Kilometer, so ein bisschen grob gerechnet, muss ich ohne Nachladen hinkriegen. Also, wenn ich nicht mal mehr zu den Schwiegereltern nach Nagold ohne Nachladen komme, ne? Also, das ist schon, was ist denn für ein Auto? Das versteht keiner. Ne? Ja. Sommerurlaub fahren wir vielleicht mindestens mal 400 Kilometer. Ist gar nicht so viel, ne? Ist wenig. Eigentlich wenig. Alle anderen fahren immer zum Nordkap. Mit Familie. Wer war schon am Nordkap mit einem Tesla? Kollegen gerade nicht da. Einmal nachladen ist okay, aber Kofferraum. Da brauche ich einen Kofferraumtest. Muss der Koffer ein bisschen reinpassen, ne? Jetzt inzwischen fahren die Familie nicht mehr mit. Also die Kinder, aber trotzdem, Koffer müssen ja reinpassen. Ne? Und dann könnte man noch, ja, zweimal fahre ich noch zur Messe nach Hannover. 5:50 Uhr, ne? Mehrfach nachladen. Da ist doch vielleicht egal, da fahre ich alleine, keine Ahnung. Also ja, aber jetzt muss man natürlich überlegen, das sind die Kriterien. Muss das alles das Auto können oder sind das verschiedene Autos? Oder wie ist das überhaupt? Also auf jeden Fall muss man sich wirklich mal überlegen, was man eigentlich will. Das, was ich am meisten teste hier, was alle angucken können auf meinem Kanal, ist natürlich die obere Strecke. Ja, das ist die hier. Da habe ich auch 3 Möglichkeiten. Also wer kommt von hier? Stau. Also hier ist, glaube ich, von Horb nach Stuttgart, weiß ich nicht. Ist das auch so? Ab Sindelfingen steht man, ne?
Habe ich auch so ähnlich. Ich stehe mal hier ab Wendlingen. Ja, da kann ich volle Pulle fahren. Und dann muss ich entscheiden, kann man hier noch weiterfahren oder muss ich hier abbiegen? Dann bin ich auf B10, da ist bloß 80, ne? Und da hinten rum. Oder ich kann auch so eine Ökostrecke, die kann ich ja mittendurch machen. Also, über Autobahn sind 30 Kilometer, über Autobahn mit B10 sind 35 und quer durch sind 25. Ja, so geht das. Und mal, wenn ich jetzt Hypermiling mache, fahre ich natürlich so quer durch. Also möglichst wenig Verbrauch versuche. Ne? Das mache ich auch nur zum Versuch, glaube ich. Das mache ich. Normalerweise will man schnell, ziemlich schnell ankommen. Also eine halbe Stunde, 30 Kilometer wäre gut. Ne? Ich habe auch schon Videos, die dauern eine Stunde. Ja, stehe ich mehr im Stau als irgendwas. Daraus leite ich natürlich andere Kriterien ab. Was brauche ich dann nämlich? Da brauche ich einen adaptiven Tempomat, da brauche ich vielleicht einen Stauassistent, der ein bisschen mir da unterstützt und ein bisschen selber fährt. Ob der jetzt mitlenkt, okay, aber wenigstens sowas brauche ich dann. Ja, also man kann hier so ein bisschen was ableiten, dann mache ich auch so, sage ich hier draußen rum, da kann man mal so ein bisschen Power fahren und ein bisschen gucken, was verbraucht das Auto, wenn ich jetzt schnell fahre, was verbraucht das Auto, wenn ich jetzt bloß diese 80er-Strecken benutze, also so normal und dann nochmal zwischendurch so, was ist drin, wenn ich jetzt ganz, ganz langsam fahre und alles ausschalte, so Klimaanlage und sowas. Ist eigentlich Quatsch, ist ja kein Praxistest. Also man muss immer Klimaanlage und Heizung einschalten, wenn einem zu warm oder zu kalt ist. Aber ich habe auch gemerkt, E-Auto natürlich, wenn es so zwischendrin ist, so heute Morgen zum Beispiel, wo ich herfuhr, da konnte man tatsächlich alles ausschalten, die Klimaanlage, und nur mit Lüftung arbeiten. Ne? War durchaus auch möglich. Ich bin jetzt mit dem Ampera E hier, der hat eigentlich eine größere Reichweite, trotzdem kann man sich ja Gedanken drüber machen. Ne? Also das ist sowas, was E-Autofahrer schon haben. Ich glaube, beim Verbrenner überlegt man gar nicht. Heizung immer an, Klima an. Ne? Beim Tesla habe ich auch nie überlegt, muss ich ehrlich sagen. Alles eingeschaltet. Ja. Gut, andere Strecke hier habe ich dann noch so eine Alprundfahrt, die ist auch bekannt. Meine Alprundfahrtstrecke hier, 100er Strecke, dann die steil die Alp hoch und dann so ein bisschen oben und dann wieder runter. Und runter beim Runterfahren auch noch Vollstrom geben, wie das ja heute heißt. Also Vollgas geben, ausprobieren, was kann das Auto. Dann komme ich in die 120er Beschränkung wieder rein und dann bin ich wieder zu Hause. Und Stadtverkehr habe ich auch ein bisschen. Und ist eigentlich, finde ich jetzt für mich, eine schöne Strecke, wo man so ein bisschen sieht, so die ganzen Sachen. Also man sieht so ein bisschen, wie ist es bei 100, wie ist die Beschleunigung so ein bisschen, wie verhält sich das Auto, wenn man einen Berg hochfährt, was ist die Höchstgeschwindigkeit. Und ich sage so, daraus leite ich jetzt für mich so ein bisschen ab, was ist die Reichweite von dem Auto, wie ist der Verbrauch. Gut, ja, für Autopilot habe ich auch noch eine Teststrecke, lass mal weg. Braucht man nicht, also Autopilot kommt heute nicht. Wer Autopilot was wissen will von Tesla und Co., gerne auf dem Kanal gucken. Ich mache also so eine Normalfahrt, da denke ich nicht viel drüber nach. Ich mache so eine Eco-Fahrt und eine Powerfahrten, also mal schneller fahren, langsamer fahren und gucke so, was sind da so die Verbrauchswerte. Und leider habe ich jetzt festgestellt, Sommer und Winter ist verschieden. Oh. Sommer ist meistens besser, obwohl Klimaanlage an, kann auch schlechter sein. Aber im Winter habe ich gemerkt, einige, Stichwort so Heizungsanlage, ne? Je nach Technik kann es auch sein, dass das dann plötzlich ganz anders aussieht. Und auch muss man aufpassen, bei einigen Autos ist es optional, gibt es verschiedene Heizungsanlagen ja zu bestellen. Und wenn man da falsch bestellt, ne, ups, merkt man erst später. Also Wärmepumpe ist so das Stichwort. Ne? Im Winter gerade auch das Thema, wenn man jetzt so ein Fahrzeug zum Beispiel geschäftlich einsetzt. Ne? Also wir nutzen jetzt ein Technikerfahrzeug und der muss im Winter 5 bis 6 Mal beim Kunden anhalten. 5 bis 6 Mal beim Kunden. Tür auf. Ja. Mehr Strom zum Heizen als zum Fahren. Genau. Also hier nochmal für die Aufnahme. Es gibt also auch Use Cases, wo man also ganz stark auf diese Heizungsleistung angewiesen ist. Tür auf Tür zu, ständig neu, muss man neu aufheizen, klar. Das ist sicher ein ganz großes Problem. Und dann habe ich hier, wie gesagt, gerade gesagt, sonstiger Verlauf, wo man einfach sagt, okay, kann das mal wahlweise an, ausschalten. Ich muss meistens das Ding einschalten, wenn die Scheiben anfangen zu beschlagen. Da muss man, glaube ich, mal irgendwann wieder die Lüftung einschalten. Ne? Gut, dann habe ich so natürlich Thema Navi. Real-Time Traffic Information ist falsch hier. Ne? Traffic Information oder sowas. Also ich fahre ja immer die Strecke, ihr habt es vorhin gesehen, muss immer gucken, wo ist der Stau und dann schnell abbiegen. Und ich habe irgendwann gemerkt, die ganzen Tests von den Navis ist Quatsch. Ich will eigentlich seit neuestem, letztes Kriterium ist, das Ding muss CarPlay und Google, also Google CarPlay und Android Auto, andersrum, kennen. Ne? Also ich muss eigentlich mein Smartphone da einbinden können, weil in Apple-Karten sehe ich den Stau und in den Google sehe ich den Stau. Wenn ich das in meinem Navi dann auf meinem Display sehe, super, das ist doch genau das, was ich brauche. Klar, das kann natürlich keine Ladesäulen. Okay. Also das ist für mich im Moment mehr ein Kriterium als ein tolles Navi da drin, weil bisher die Navis, die ich da angeguckt habe, haben alle nicht so richtig funktioniert. Wobei, wenn man mit Tethering das einbindet, geht es auch.
Ja, wie gesagt, es geht irgendwie, aber ich habe bisher keinen Mehrwert gesehen. Ich habe im Moment tatsächlich, ist mein Kriterium eher gucken, ob ich mein Smartphone einbinden kann. Habe ich jetzt gemerkt. Ist mal meine Erfahrung. Dann adaptiven Tempomaten will ich unbedingt. Ich will auch einen toten Winkel warnen. Also man fährt da so gestresst darum, dann blinkt man und fährt raus und piep, piep, piep. Okay. Doch noch geschafft. Aber solche Sachen. Rückfahrkamera braucht man. Also ich sage das hier immer. Bei vielen der Autos kann man die so konfigurieren, dass man nachher gar keine Rückfahrkamera hat. Du hast die tollsten Autos und keine Rückfahrkamera. Oder du hast diese Linien da nicht drin, wo du siehst, was machst du da eigentlich so zum Einschlagen. Du glaubst alles gar nicht, was man bei vor allem deutschen Herstellern alles so konfigurieren kann. Tolle Ladeanzeige, ich will natürlich einen App-Zugriff. Ja gut, es nimmt da hinten noch weiter ab. Also hier vorne sind die wichtigeren Sachen für mich. Was ich nicht teste, ist übrigens Licht, Sound, Sitze teste ich auch nicht. Ablagen vorne teste ich eigentlich auch nicht. Stauraum, nee, Räder und Felgen interessiert mich alles gar nicht. Farbe, na, okay, außer schwarz, das geht alles. Ja, da haben andere ganz andere Kriterien. Ne? Da sagen die, nee, also hier Felgen und 19 Zoll und keine Ahnung und, ne? Und Licht, was weiß ich, was da also schon gesehen habe für Tests, also teste ich alles gar nicht. Aber ist halt mein Test, ne? Jetzt hier die Preise. Nee. Also welche Autos teste ich? Deutsche Autos. Ne? Habt ihr vorhin die Kriterien gesehen? Deutsche Autos, also BMW i3. Kommt bei meiner Konfiguration auch auf einen ganz schönen Preis. Ne? Ich mache natürlich unten rechts. Für ja alles. Ne? E-Golf, ne? Ist billiger. Aber da hinten sieht man schon, da habe ich einen Preis auch gekriegt dann fürs Leasing und Strom. B-Klasse gibt es nicht mehr. Weiß ich gar nicht, was den konfiguriert. Opel Ampera. Ne? Obwohl ich jetzt ein neues Angebot habe, war glaube ich bei 51. Wird immer teurer, das Teil. Gibt es aber, ne? Also das Auto gibt es im Moment 3 Monate Lieferzeit. Das ist ein Auto, was es tatsächlich gibt, gerade beim Opel-Händler Stuttgart, Esslingen. Ja. Die habe ich auch getestet. Ja, jetzt bin ich schwach geworden, muss ich ehrlich sagen. Oh, das ist ja E-Mobil-Treffen, oder? Nee, ich habe auch dann gesagt, jetzt, was ist denn die Alternative, wenn das dann nicht funktioniert? Weil, da habe ich nachgefragt bei meiner Leasing-Abteilung hier, wie sieht denn das aus, wenn man so Plug-in-Hybriden nimmt? Gehen die überhaupt? Habe ich erst gedacht, na, natürlich nein. Sagen die, natürlich gehen die. Die gelten wie Benzin. Ah, also war gar nicht so schlecht, obwohl ich hier jetzt nachgefragt habe, war dann doch nicht so günstig. 225 XE ist so noch mein Favorit weiterhin als Plug-in-Hybrid. Kommt natürlich auch, wenn ihr mal richtig konfiguriert, ist auch teuer. Ne? Also billig sind die Dinger gar nicht. E-Tron hier, Audi, ich glaube, den gibt es demnächst auch nicht mehr. Ne? Golf GTE wäre mir noch, Passat hat mir nicht gefallen, war mir zu groß. Ja, aber hinten seht ihr mal die Leasingraten von den Teilen. Was ist denn da los? Weiß ich nicht, also war mir auch seltsam, was da los ist, aber okay. Na, habe ich aber natürlich, jetzt muss man natürlich nochmal hier fairerweise sagen, hier oben ist diese 15.000, beziehungsweise wir haben es vorhin gesehen, stimmt ja gar nicht, sind 12.500 Kilometer und hier unten sind wir bei 20 oder 25. Ne? Also das ist dann das, was bei mir ja auch funktioniert. Okay, aber nur mal so für euch und ja, also die anderen habe ich auch getestet, aber die kann ich ja leider nicht leasen. Ne? Also ne? Hyundai Ioniq, ne? Nissan Leaf 2, Tesla habe ich auch getestet, oder? Naja, Tesla geht sowieso nicht. Ne? Und dann hier, aber ich bin noch schwächer, noch mehr schwach geworden. Ne? Hier im Wasserstoff mal getestet. Vorhin hieß es Wasserstoff. Kann man den in 5 Minuten aufladen? Ja, kann man. Boah, Wasserstoff ist echt cool, aber man hat schon irgendwie Angst. So 600 Bar, weiß ich auch nicht. Oder hier Vollhybriden, ne? Die man gar nicht aufladen kann, aber trotzdem ein bisschen elektrisch fahren können. Ne? Das ist schon hier. Allergischer Schock schon da hinten. Ja, das sind gefährlich, ne? Aber ich glaube, vorher, bevor ich Wasserstoff hier gefahren bin und es mal gezeigt habe, dass es doch geht in Deutschland, haben viele gesagt, das ist alles nix. Aber es wird Mods gefördert. Die werden die Tankstellen aufgebaut, es muss irgendwas dahinter stecken. Ne? Ich denke, im Moment, so wie Technik da ist, ist vielleicht ein bisschen seltsam. Aber es könnte, ne? Und Horst Lüning, ne? Vorhin schon genannt, der hatte was völlig anderes hier erzählt. Der hat erzählt, man braucht eine halbe Stunde zum Laden. Kommt auf den Druckverhältnis an. Aber ich habe das in 5 Minuten hingekriegt. Bei mir hat's ja, das ist noch die nächste Frage. Aber dann sage ich immer, es gibt ja gar keine Wasserstoffautos. Vor mir ist ja gar keiner dran gewesen. Wie bei den Eos. Ja. Nee, also im normalen Verhältnis funktioniert das eigentlich. Obwohl die Tankstelle, die am Stuttgarter Flughafen ist, habt ihr die mal angeguckt? Da sind ja Tanks ohne Ende da drauf. Die müsste es auch mit mehr Autos können hintereinander. Das müsste man mal fragen. Ja, das ist ein Riesending ist das da, genau. Ja gut, also das ist mal so mein Ding. Und die Idee war jetzt... Ja, habe ich auch dieses Jahr durchgezogen. Jeden Monat ein anderes Auto. Das geht natürlich nur mit Partnern. Das ist wieder die Schleichwerbung hier. Deshalb Dauerwerbesendung. Unten steht auch einer davon. Und das habe ich jetzt eigentlich durchgezogen. Und langsam frage ich mich, ob ich nicht noch weitermachen soll. Ja, natürlich zieht man irgendwie da hinten. Irgendwann kommt ein Model 3 und dann weiß man vielleicht, ob das nicht das die Lösung ist. Obwohl, das Ding wird ja immer teurer. Ne? Und das kann ich auch nicht leasen. Das geht ja gar nicht. Also es passt alles nicht zusammen. Ja, es geht natürlich nur, weil mich hier die Community unterstützt. Vielen Dank und jetzt kommt der Test.
Genau. Jede Woche ein anderes Auto. Also meine Frau guckt schon raus, immer welches Auto ich heute wieder dabei habe. Ist ja langsam schon lästig. Gut. Ja, ich habe angefangen mit dem E-Golf. Und damals habe ich gedacht, das ist schon eine ganze Weile her, boah, was ist denn das für ein Bedarf? Ich fahre da mit dem Auto rum, mache hier nur ein paar so Tests und alle Leute gucken das an. Zack, hatte ich 10.000 Zugriffe und ich dachte, was ist denn los da? Und dann merkte man erst, wie eigentlich die Deutschen oder die YouTuber hier, deutschen YouTube-Zuschauer, interessiert sind an deutschen E-Autos. Und Tesla-Videos gab es ja ohne Ende, ne? Von Björn Nyland und was weiß ich alles und so weiter, aber das Auto ist einfach teuer. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ja, E-Golf, okay, deutsches Auto, bisschen günstiger. Und auch hier, coole Sachen, hier guckt doch mal das Display an und so weiter. Ne? Ja, bei mir unten mir ein bisschen, na gut, Fantasiewert hier. Komme ich noch drauf, aber hier, ne? Ja, okay, vielleicht doch nur 200. Nee, naja, gut, 250 habe ich gedacht, geht. Also bei meinem Test damals ging so, natürlich Langstrecke. Ja, also das Auto habe ich mir angeguckt, habe ich auch immer gedacht, boah, das ist es irgendwie. Ja. Oder e-tron, jetzt hier habe ich auch angeguckt. Natürlich, der hat auch super Technik so drin. Also, und ist natürlich jetzt Plug-in-Hybrid. Da kannst du natürlich die 500 Kilometer ohne Problem fahren. Natürlich dann mit Benzin, ne? 40 Kilometer elektrisch oder weniger. Na gut. Ja, wieder, dann kam er. Dann kam er so langsam und dann kamen die Preise und dann wurde es mir auch schon ein bisschen anders. Und dann kamen so die ersten, ja, erstmal hier 520 Kilometer NEFZ sollte das Ding können. Ne? Ich habe dann gesagt, 350 traue ich ihm zu, stehe ich immer noch dazu. 350 traue ich ihm echt zu, 60 Kilowattstunden Akku, das funktioniert. Aber ich sage immer, wenn ich am Auto stehe, die haben, glaube ich, am Anfang alles reingebaut und später alles wieder rausgebaut. Und irgendwie den Akku haben sie aus vergessen und den Motor haben sie auch vergessen. 150 Kilowatt, das sind 208 PS oder sowas, ne? Völlig übermotorisiert eigentlich das Auto, also auch von der Statur her. Du musst echt aufpassen in der Kurve, wenn du da mal Gas gibst. Gas kann man nicht mehr geben, den Strom, ne? Geschwindigkeit. Ja, und ich fand es eigentlich cool irgendwie, aber gemerkt, kein adaptiver Tempomat und es wurde dann schon irgendwie weniger, wenn man meine Kriterien so anguckt, ne? Oh, was ist da los? Und aber trotzdem immer noch lange Zeit mein Favorit so zum Leasen. Ja, da habe ich natürlich hier jetzt Ioniq. Da habe ich gesagt, guck mal Vergleich an. Ups, das ist ja wie Tag und Nacht. Also Ioniq, selbst im Winter, ne? Kleiner Akku, doch 200 Kilometer und dann der Preis, boah, das ist schon ein cooles Auto irgendwie. Aber wie gesagt, da war ich ja mal beim Preis, könnte ich ja nicht leasen, müsste ich ja selber kaufen, wollte ich nicht. Ne? Aber mal als Vergleich so, ne? Verschiedenste Tests hier gemacht im Winter, also ich war echt überrascht, was das Auto alles macht, kann und diese Ladegeschwindigkeiten, also super. Also das beste Auto beim Laden. Vorhin war ja Diskussion, ne? Schneller laden oder größerer Akku? Ja. Sieht man jetzt bei der Challenge nachher, was ist, von wo nach wo wollen Sie fahren, quer durch Deutschland, welches ist das schnellste Auto? Ich habe vorhin zum Uwe gesagt, es ist der Ioniq. Der kommt als erster an, wenn Sie es richtig machen und wenn die Ladesäulen funktionieren vielleicht. Weiß es nicht. Ihr guckt so skeptisch da hinten. Ja. Na gut, habe ich auch mal aufgeschlüsselt hier, ein bisschen auch hier unten geguckt. Ah ja, Preis hier, ne? Ich habe mal auch zu Hause laden so angesetzt, 100 Euro so rum komme ich da irgendwie und habe ich so für meinen gesamten Haushalt mal gerechnet und habe gemerkt, da ist die Stromrechnung doppelt so hoch. Oh oh. Na gut, aber muss man einkalkulieren. Also darf man nicht vergessen. Ne? Meine Leasingrate war ja mit Sprit. Ne? Meine Leasingrate war mit Sprit und plötzlich muss ich das zahlen. Oh, naja, gut. Also hier nochmal Ampera E, diesmal in Schwarz. Ne? Und noch Tests gemacht und was nicht alles hier. Und mal dann getestet im Winter. Das ist jetzt der Wintertest. Als erstes hat er um die 20 Kilowattstunden gehabt. Da habe ich gedacht, das ist Tesla-Niveau. Das kann ja nicht sein. Ne? Frage. Ja. Nee, das war ja schon die Einigung. Da sollte ja die Leasingrate günstiger sein. Achso. Ja. Können wir einen Zähler davor schalten? Nee, hat er nicht. Nee, gibt's nicht. Gibt's noch nicht. Fehlt noch. Also Ampera E habe ich gemerkt im Winter, Mordsverbrauch. Also muss man einkalkulieren. Die haben zwar einen großen Akku drin, aber mehr Verbrauch bringt vielleicht unterm Strich gar nicht so viel. Aber der Akku ist unverhältnismäßig größer. Viele Tester jetzt hier auch im Raum sagen ja, den kann man gar nicht leer fahren. Also sehe ich auch so. Der Akku ist so viel größer als bei den anderen, nämlich doppelt so groß meistens. Na gut, 40 zu 60 nicht, aber schon so, dass man es merkt, ist auch der höhere Verbrauch nicht ganz so schlimm, aber es war schade, weil, wie gesagt, die Heizung ist das Problem. Weil wenn man alles abschaltet, kommt man auf 12 Kilowattstunden. Das habe ich auch gemerkt. Und der Marcel hat noch gesagt, von Clean Electric, hier, mach mal den Reifendruck noch ein bisschen höher und so. Ne? Genau. Ja, also war weiterhin so Favorit hier immer noch. Gut, da bin ich mal schwach geworden, mal wieder zwischendrin Tesla fahren. Nee, warum? Warum fahre ich manchmal Tesla auf meinem Kanal? Weil irgendwas nicht geklappt hat mit dem Leihautos. Mussten zum TÜV oder so und dann kriege ich halt einen Tesla.
Nee, heißt immer, such dir einen aus. Dann suche ich natürlich einen Tesla aus. Ne? Oder wenn man mal längere Strecken fahren muss, was Größeres reinladen muss oder irgendwie sowas. Okay, Schleichwerbung schon wieder. Hier steht immer noch Strominator dran, genau. Ja, aber E-Golf ist auch nicht aus dem Rennen. Also E-Golf auch nochmal getestet und diesmal auch mal ein bisschen mit Laden. Hier, Schnelllader in Stuttgart, ne? 150 kW Lader, mal ausprobieren. Gut, der Auto kann, der kann nur 40, da zeigt er 42, das kann er, aber macht er auch sauber. Also das ist wirklich erstaunlich. VW muss ich echt Respekt zollen. Sie haben runtergesetzt auf 40 Kilowatt eigentlich den Lader. Normal ist 50 üblich, ja, ne? Mindestens 50. Und Sie haben es auf 40 gemacht. Und ich habe jetzt nochmal richtig von 0 versucht auf 100 zu laden und er lädt bis 90% mit den 40. Ich war schon, habe schon überlegt, hey, sagen wir mal, machen die den Akku kaputt? Ich weiß nicht, aber das halten sie durch, ne, die 40. Also das ist eigentlich gut. Habe jetzt auch nicht so ein Rapid Gate oder sowas festgestellt. Sprich, wenn man dann mal vorher länger gefahren ist, dass es dann anders aussieht. Und die Verbrauchswerte eigentlich schön irgendwie. Ne? Was ist denn das Problem eigentlich von dem E-Golf? Ne? Vorher habt ihr es gesehen, ihr habt ein bisschen hohe Leasingrate da rausgekriegt. Wisst ihr eigentlich warum? Habe ich nämlich nachher nachgefragt, hat der Händler mir gesagt, ja, er musste das selber jetzt ausrechnen, das Leasing, weil die deutsche Leasing das Auto nicht leasen will für 4 Jahre. Weil in 4 Jahren gibt es von VW was ganz anderes, da ist das Auto null wert. Die haben das also in 4 Jahren auf null runtergeschrieben gehabt. Ne? Muss man auch wissen, also 4 Jahre Leasing für ein E-Auto. Ansonsten hier beim Kollege Andi von E-Meise gucken, der ist viel besserer Experte für E-Golf. Ja. Das hier auch mal Wasserstoff gefahren. Wie gesagt, man kann in 5 Minuten 400 Kilometer nachtanken. Ja, es geht leider. ja, ist schon wieder, kann ich auch nicht kaufen. Ne? Aber ich war echt erstaunt. Ich hab mehrere Autos gucke ich gar nicht an. Warum? Weil die von außen so komisch aussehen. Leaf 1, Froschaugen und dann Zoe. Mag ich auch nicht so vom Aussehen. Ja, ist halt Ansicht, ist ja mein Test, ne? Ist ja meine Ansicht. Ne? Deshalb, der Leaf 2 fand ich eigentlich cool vom Aussehen her und meine Frau fand ihn auch cool, also testen wir mal. Ist auch unheimlich günstig, das Auto, gefällt mir auch. Wie gesagt, hat ein Problem, ich habe versucht, Rapid Gate zu überlisten mit 120 auf der Autobahn. Nee, war zu schnell, ging nicht danach. Dann stehst du da 1,5 Stunden, bis du wieder nachgeladen hast, oder 2 Stunden stand ich da, bis ich die 200 Kilometer wieder nachgeladen hatte. Das ist nicht gut. Inzwischen habe ich gehört, von denen, die einen fahren, 90 oder 100 fahren. Das ist dann besser. Ja, B-Klasse springen wir drüber, gibt's nicht mehr. War eigentlich ein richtiges. Nee, das ist ja schon der 225 XE wieder. Ja, den werde ich ja immer schwach, ne? Eigentlich wird mir der gefallen. Also das Auto als E-Auto, sage ich immer, das ist es eigentlich, ne? BMW, einfach das umbauen. Aber richtig umbauen. Nicht so halblebig, sondern richtig umbauen. Ein bisschen besseres Display hier noch reinbauen. Ja, ansonsten ist der gar nicht so schlecht. Alternativen gibt es weitere hier. Prius, Vollhybrid, interessante, also Toyota, glaube ich, die kommen irgendwann. Sie selber sagen ja, sie warten ab, bis diese E-Mobilität so ein bisschen Fuß gefasst hat und dann zack, zack, zack kommen sie mit den Autos. Sie haben alles vorbereitet. Sie müssten das hier bloß ein bisschen aufbauen und dann kommen sie. Bin ich echt gespannt. Voll futuristisch, die Teile. Ja, i3 nochmal kurz angefahren. Nächste Woche kriege ich einen i3S. Bin ja auch mal gespannt. Also der lädt gut. 45 bis 50 Kilowatt lädt er gut, aber hat halt ein bisschen wenig Reichweite. Und jetzt die Insider wissen schon, dieses Jahr soll noch ein größerer Akku kommen. Keiner weiß, wie viel größer und was dann da resultiert, aber es ist weiterhin deutsches Auto, BMW, deutsch, ne? Wäre ja womöglich im Plan. Du hast schon die Insider-Informationen. Ja, 120 Ampere, 41 Kilowattstunden. 41? Mh. Okay, hört sich nicht schlecht an. Was soll er dann können? Ja, nichts weiter. Nee, Reichweite. Reichweite, 300, ne? Ja, knapp. Also 80 300, ja. Ja, ich gucke jetzt nochmal so vom Verbrauch. Er sieht nicht so arg windschlüpfrig aus. Das ist auch, glaube ich, sein Problem, der CW-Wert so ein bisschen. Aber ja, gut, das Geld spielt keine Rolle. Nee, klar, eben, ne? Aber es ist ein BMW, du, ne? Spaltmaße in Ordnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, genau, das ist jetzt, ne? Ja. Aber meiner Frau hat er gefallen, irgendwie vom Design her. Aber die 2 Sitze sind Mist, das ist richtig. Oh. Es geht überhaupt nicht, es passt gar nicht. E-Golf nochmal getestet, diesmal auch in schwarz, das war schon mal wieder schlecht, sieht man schon, ganz dunkel hier. Im Sommer, E-Golf im Sommer, auch nicht schlecht, echt gut. E-Golf ist echt ein cooles Auto, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn VW das hinkriegt mit dem nächsten, wie nennen die Dinger IDs, ne? Neos, ID, Neo und Krotz und wie heißen die? Batz und Krotz, genau. Also wenn die da das hinkriegen, die Technik noch zu verbessern, dann könnte da tatsächlich was rauskommen. Aber wir haben noch nichts gesehen. Ne? Noch haben wir es nicht gesehen, nämlich keine Akkuklimatisierung bisher. Und ich weiß nicht, mit den 40 kW, die sie da immer benutzen, okay. Reichweitentest, immerhin 200 Kilometer ging auch mit dem Auto.
Jo, ich mache einen Koffertest auch immer. Jetzt kann auch nie jemand einen Koffertest gemacht. Ne? Die drei Koffer müssen rein, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, eher Saphira sah so aus, man sieht es nicht richtig, ich mache gleich die Koffer rein. So, also Saphira war viel Platz, konnte man auch ordentlich reinmachen, gar kein Problem, war immer noch Luft irgendwie. Ampera E, auch gut. Man denkt, das Auto ist klein, nee, passt viel rein, geht gut. Beim Golf hatte ich ein Problem, ging nicht zu. Man glaubt gar nicht, der Golf ist klein. Ja, das geht, man kann ein bisschen andersrum, aber ist schon problematisch. Also im Verhältnis, immer Verhältnis, ne, ist tatsächlich klein. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Golf, früher haben alle Golf gehabt, die sind alle in Urlaub gefahren. Ne? Ganze Familie, Dachgepäck und alles voll wahrscheinlich. Ich glaube, der Golf war früher größer. Also meine Koffer sind nicht groß, das kann gar nicht sein. Ne? I3 natürlich noch weiter Problem, na klar. Also umklappen und dann vollladen ist okay, aber jetzt mal so reinladen ist schon ein bisschen schwieriger. Also der Koffer sieht schon ein bisschen komisch aus. Ne? Ne, muss ich mal nochmal testen. Ja, hier, Model X Pegasus. Mordsmäßig viel Platz, aber ja, gut, geht. Also Koffertest in Ordnung, Model S sowieso. Habe ich nicht mal richtig hingelegt. Hier, 225 XE ist ähnlich wie mein Saphira. Ja, also wieder mal hier bin ich angefochten. Ioniq geht auch. Habe ich auch mich gewundert, ne? Ioniq passt eigentlich viel rein. Ja, hier. Bisschen so mal Verbrauchswerte, das sind jetzt meine Verbrauchswerte, also da hinten kann man hier so meine Rundfahrt nehme ich jetzt eigentlich so. Da kann man so ein bisschen gucken, was ich jetzt so annehme, was die Reichweite von diesen Autos sind, was so die Verbrauchswerte sind. Ne? Das ist jetzt so meine Idee. Und ich habe eigentlich gemerkt, jetzt wenn man sich überlegt, wofür brauche ich das Auto, da muss ich echt hier gucken, in welchem Band bin ich hier so irgendwie. Ne? Hier drunter gucke ich ja gar nicht und bisher mache ich auch den i3 hier so ein bisschen noch da drunter. Die anderen sind eigentlich besser, das ist ein E-Golf, ne? Und das ist ein Leaf. Was ist denn das? Ja, genau. Model X, nein, es ist überhaupt ein Tesla. Es ist überhaupt ein Tesla. Ne? Und das ist hier der Ampera E und da ist natürlich ein Plug-in-Hybrid. Ne? Ja, gut. Und ich sage immer, 50 Kilometer Reserve müsst ihr immer abziehen noch von den ganzen Werten, weil Ladesäulenproblematik, ich fahre bis, also wenn ich nach Hause fahre, okay, da weiß ich, da kann ich laden. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich nicht weiß, ob die Ladesäule funktioniert, da wäre ich vorsichtig, damit null anzukommen. Also wer meine Videos angeguckt hat, wo ich mit dem Leaf mit null Anzeige in Grübingen an der Ladesäule angucke, ich habe auch kurz überlegt, was ich eigentlich machen soll, wenn die Ladesäule nicht funktioniert. Ja, oder mit 4% oder so mit dem E-Golf war genau dasselbe Problem. Also ich habe auch schon kurz überlegt, soll ich nicht lieber in die Stadt runterfahren zu der Typ-2-Ladesäule. Also deshalb 50 Kilometer Reserve braucht man. Muss man also auch abziehen. Ist leider so. Ampera E ist übrigens auch so. Wenn der, ist alle Opel scheinbar, bei der Reichweite, sobald die unter 50 oder auf 50 fällt, schaltet das die Reichweitenanzeige ab. Dann ist da nur rot. Und dann dachtest du, ich habe gerade noch die 51 gesehen. Jetzt bin ich 2 Kilometer gefahren, müssten 48 oder sowas sein. Und dann denkst du echt, oh, was mache ich jetzt? Also da kriegt man echt Angst. Ne? 5%. Ne? Und 50 Kilometer ist viel. Also da sollte er doch wenigstens bis 10 sollte das doch noch anzeigen. Ne? Also ich habe gedacht, was machen die, was denken die sich? Ne? Also deshalb 50. 50 Reserve. Ja, ich laden. Tägliches Laden. Dirk hat vorhin auch was erzählt über Laden. Ich sage hier echt eindeutig, mehr als 50 Cent Kilowattstunde ist Wucher. 30, ne? 60 am 50 und oder 60 an dem Campingplatz. Das ist so in Ordnung. 60 ist auch schon viel. 50 ist eigentlich so, aber 60. Nee, also das ist ja Haushaltsstrom. Wenn man sogar, gibt sogar manchmal günstiger, das ist in Ordnung. Hier, das ist super. So muss es eigentlich sein. Ne? 1 Euro, 12 Stunden parken. Bei uns in der Ladestation in Weilheim Tech. Da stehe ich dann oft. Wir streiten uns scheinbar jetzt schon um die Plätze. Neulich wurde ich von einer Zoe aufgelauert, aber ich war schon 5 Minuten vorher da. Obwohl ich kurz überlegt habe, lassen jetzt 2 Stunden laden und dann lade ich auf. Komplett leer hier, Ampera E, natürlich nur 7,6 Kilowattstunden einphasig für die Insider. Aber der 60 Kilowattstunden Akku kann ich in 8 Stunden aufladen an der Station. 12 Stunden darf ich dort parken. Ich stelle ihn abends um 7 hin, hole ihn morgens um 7 wieder ab, geht 1 Euro. Im Moment, der Insider-Tipp, im Moment ist der Kassenautomat kaputt, kostet sogar 0. Ja, hier nochmal unten auch, den lädt man auch in 8,5 auf, weiß auch nicht wieso. Ja, ist wohl, ja, das ist jetzt die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Auf meinem Urlaub habe ich das hier erlebt, ne? Konnte man auch nirgendwo seine RFID-Karte hinhalten, war alles über Internet. Wenn Internetverbindung nicht geht, hat man natürlich ein Problem, hat aber funktioniert. Und ich habe tatsächlich Schleichwerbung mit MeinGau dieses Ding freigeschaltet und geladen dort. Ja? Und super Preis rausgekriegt natürlich, weil bei Schnellladen ist natürlich Laden über Zeit super.
Wenn man das dann hier macht, Typ 2, ist es teuer wieder. Da komme ich bei 70 Cent raus, da bei 17. Also das muss man auch überlegen. Im Moment sind ja die meisten Abrechnungen über Zeit, dummerweise, und gar nicht auf Kilowattstunden. Also Campingplatzabrechnung ist eigentlich fair, weil man da Kilowattstunden abrechnet. Oder zu Hause, ja, da mache ich auch nicht. Also beim Tanken, wie lange tanke ich da? 5 Minuten, dann muss ich auch mehr zahlen, also weniger zahlen, wenn ich 10 Minuten tanke. Nee, ist ja Quatsch, ne? Aber so ist halt Stand der Technik heute bei uns hier in Deutschland, weil die Dinger nicht richtig geeicht sind, weil das einfach nicht Standard ist. Deshalb, ja genau, sie müssten es machen, ne? Ich weiß gar nicht, wo das... Nach dem Eichgesetz darfst du Gleichstrom nicht nach... Ach so, das muss sich ändern, das kann gar nicht sein. Ich weiß es nicht, ich dachte, es gäbe schon welche, die hätten da mal investiert. Ja, ich dachte, es wäre nicht die Technik nur, ne? Ja, ja. Ja, okay, keine Ahnung, aber so stand der Dinge und die haben sich einfach gedacht, jetzt machen wir mal einen ziemlich günstigen Preis und kriegen dann alle, ne? Die da mitmachen bei Maingau und keiner lädt mehr bei ENBW. Ganz gefährlich sind übrigens Pauschaltarife, habe ich gemerkt. 7,50 Euro oder 5 Euro, da muss man sich mal ausrechnen, wie lange ich da stehen müsste, um da einen halbwegs vernünftigen Preis bei einer Pauschale von 5 oder 7 Euro zu kriegen. Da stehe ich den halben Tag dort eigentlich. Ne? Ist eigentlich kein faires Angebot, das muss besser werden. Das hier geht überhaupt nicht. Und wie viel Lade soll nicht funktionieren? Also da haben die Tesla-Fahrer echt gut. Rapid-Gate-Test, nochmal kurz hier für euch, ganz kurz. Ich habe ja, der Leaf hat ja dieses Rapid-Gate, das heißt mehrfach laden, wenn man mal länger gefahren ist, vor allem mit höheren Geschwindigkeiten. Ja, da sackt halt die Ladegeschwindigkeit, wenn er eigentlich 50 hat, irgendwie auf 24 ab, bei mir jetzt mit 120 auf der Autobahn. Und natürlich so ein Missverhältnis zwischen der angezeigten Reichweite, sogar im Eco-Modus, und der realen dann, auf 0 runtergefahren übrigens das Auto. Und dann wieder mit 1,5 Stunden auf 80% geladen. Ja gut, ist eine Mittagspause, also wenn man das einplant, geht das ja schon. E-Golf? Ja? Ist E-Golf, ne? Doch, ja. Ja, ist auch nicht unproblematisch, aber klar. Geht irgendwie eine Stunde bis 90%, ne? Ist immer ein bisschen anders. Hier Ampera E, den hatte ich nur auf 228 und habe dann die runtergefahren und es ging eigentlich gut und hat gut geladen. Ja, da war ich auch erstaunt, aber habe ich von 0 geladen. Das muss man wissen beim Ampera E, den kann man von 0 bis 50 super schnell laden. Ab 50 sackt er auch ab. Den oberen Teil vom Akku kriege ich nicht so gut voll. Oberer Teil ist ab 50% bei dem. Ne? Ab 75 geht dann gar nichts mehr. Ja, aber hat der super funktioniert? Den habe ich nicht getestet, i3, der kommt noch. Ja, also das ist auch so ein Problem, muss man wirklich mal ausprobieren, wenn man jetzt doch mal weiß, ich fahre jetzt längere Strecke, wie viel muss ich zum Nachladen an Zeit einplanen? Also Mittagspause, ich lege es immer in die Mittagspause, eine Stunde Mittagspause muss man schon einplanen. Was vorhin so gesagt wurde, öfters mal laden, ich weiß es nicht, ob das bei den Autos was bringt. Muss man wirklich in dem Kennfeld sein, wo er super gut lädt vielleicht. Und das ist leider bei den Autos ziemlich weit unten teilweise. Und dann habe ich immer so das Problem, dass wenn die Ladesäule nicht funktioniert, dann fällt das ganze System auseinander. Aber ich werde das mit dem i3, weil der ja weniger Reichweite, nochmal testen und mal selber ausprobieren. Ja, Fazit oder die bittere Wahrheit. Hat alles nicht funktioniert, ihr hört es schon, ne? Ja, ich habe tatsächlich gedacht, hier, wenn man Ampera E kriegt, irgendwie wäre super. Oder, ihr seht es jetzt hier schon so ein bisschen, ja, dann Plug-in-Hybrid eher. Habe ja auch mir was zusammengestellt und dann habe ich dummerweise mal das Model 3 mit reingemacht. Das war nicht so gut, weil hier seht ihr schon, eigentlich von meinen Kriterien, ich gehe jetzt gar nicht drauf ein, war der Plug-in-Hybrid dann doch ziemlich gut. Danach tatsächlich der Ampera E und das Model 3 war irgendwie dazwischen. Und jetzt muss man sich entscheiden, richtig E-Auto oder nicht. Und damals habe ich ja auch hier mich entschieden, nämlich gar nichts geht, und habe auch abstimmen lassen. Und alle haben gesagt, Mensch, jetzt kauf doch ein Model 3. Ist doch echt schlimm. Also, ne? Und jetzt habe ich schon gestrichen. Ich habe gedacht, Ende 2018 kriegen wir das Auto. Nee, war keine Alternative. Deshalb fahre ich ja immer noch mit Leihautos rum. Nee, dieses Jahr habe ich dann tatsächlich nochmal überlegt, jetzt irgendwie Model 3 kommt ja auch nicht und ich müsste ja richtig selber bezahlen. Wir kommen nachher noch zu einer Alternative. Dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich doch nochmal nach den Autos und dann wurde es immer schlimmer. GTE gar nicht mehr lieferbar, ne? E-Golf, hier seht ihr das Problem, 4 Jahre Leasing. Jetzt ein E-Golf auf 4 Jahre leasen, wer wird das machen, ne? In 2 Jahren haben wir doch irgendwas Neues von VW, würde ich sagen, ne? Und deshalb wollte ich dann höchstens noch meine Fachabteilung runterhandeln auf 2 Jahre, habe es noch nicht versucht, ob sie sich darauf einlassen. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir doch ihr Kompromiss 225 XE, habe ein paar gute Angebote von BMW gekriegt. Erstmal ist das Auto am Anfang des Jahres ja aus der Förderung gefallen.
WLTP-Umstellung nennen die das, die Experten. Plötzlich heißt es nämlich da doch viel zu großer Verbrauch, ja, CO2-Ausstoß, also keine Förderung mehr. Da hat BMW gesagt, kriegst du einfach trotzdem von uns alles das Geld. Ne? Und da hat man Innovationsrabatt, also die machen schon Strickse, auch für Firmenkunden übrigens. Ne? Denkt mal gar nicht, bei BMW habe ich keinerlei Rabatt gekriegt. Geht, ne? Okay, dann habe ich gesagt, jetzt konfiguriere ich mal das tollste Auto mal zusammen. Habt ja vorhin die Preise gesehen, ne? Ist schon teuer, aber okay. Mal gucken, was geht mit Schiebedach und allem, was ich sonst dann nirgends kriege, ne? Und schönen Sitzen und so. Und plötzlich ruft er mich an, das war vor einer Woche, im Urlaub war ich da. Es gehen bloß noch bestimmte Konfigurationen, weil wir haben dann beim WLTP-Test gemerkt, wir kriegen die 41 Kilometer nicht bei allen Autos mehr hin. Und ne, hat erst gefragt, willst du eigentlich ein E-Kennzeichen oder nicht? Und sag ich, was? Also ein Plug-in-Hybrid ohne E-Kennzeichen, das ist ja gar nichts mehr. Keine Busspur benutzen, nicht mehr kostenlos parken, hatte ich ja so im Hinterkopf, ne? Gar kein E-Auto, das geht ja gar nicht. Also, und da haben die jetzt tatsächlich eine Konfiguration hat er mir jetzt zusammengestellt, das ist natürlich nicht die Sportversion, das ist nicht die Luxury-Version, ne? Das ist die ganz normale Version mit schwarzen Sitzen und was nicht alles er mir da rein konfiguriert hat. Und da kriege ich noch ein E-Kennzeichen. So, dann bin ich, okay, habe ich gesagt, dann nochmal Ampera E rauslassen. Ne? Ampera E, Angebot von Opel. Und da hat er mir tatsächlich gesagt, 3 Monate Lieferzeit, bin ich mit dem Angebot zur Leasingabteilung. Dann sagt die Kollegin, rufen Sie mal in 2 Wochen nochmal an, da ändert sich was. Und ich dachte, zum Positiven. wird günstiger oder so, ne? Oder wir haben eine ganz andere Richtlinie. Ne? Und dann sagt sie mir, nee, wir haben Opel komplett rausgenommen, kein Mensch hat Opel bestellt. Oder ganz wenig. Opel auch aus meiner Liste rausgefallen. Deutscher Hersteller zwar, aber scheinbar unzuverlässig, raus. Also Ampera E auch gestrichen. Jetzt stehe ich da irgendwie. Ne? Jetzt kann ich nochmal E-Golf nochmal nachfragen oder diesen eingeschränkten 225 XE oder ja, oder Alternative, ne? Was warten? Ja, Sion vielleicht. Dann doch was anderes kaufen, ne? Was ganz anderes. Ne? Der schwarz, ne? Ja, der ist jetzt wirklich schwarz. Der weiße wäre ja, ne? Aber ey, der ist ja innovativ hier. Und ihr seht hier, Vorbestellung, ne? Hier, ich hab vorbestellt, ne? Ja, oder bauen wir uns selber ein Auto. Das ist doch viel besser. Wir nehmen jetzt die ganzen positiven Teile aus den anderen Autos und bauen die alle in ein Auto rein. Ja, die Türen weiß ich nicht. Aber, und hinten hatte der noch Flügel. Da hat er auch, ne? Ja, genau. Also den Lader vom Ioniq auf jeden Fall. Dann einen großen Akku. Wie groß muss der sein? Weiß ich nicht. 100, ne? Na, 80. Okay. Dann die verschiedensten Anzeigen und so weiter und so fort. Ja, kann man sich irgendwie zusammenbauen? Das Auto gibt es natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann es das vielleicht gibt. Ne? Ja, ist vielleicht der hier? Vielleicht ist es der, ne? Wir wissen es nicht. Das ist ja das Problem. Ich muss ja jetzt was bestellen. Ich kann nicht immer warten auf die Autos von morgen. Ne? Natürlich, muss ich mich entscheiden. Also wenn ich jetzt bestellen muss, ich hatte ja ein Deadline und dann habe ich gesagt, ich bestelle nichts. Dann hat mir die Kollegin gesagt, jetzt darfst du ein halbes Jahr lang nicht bestellen. Dann darfst du erst wieder kommen. Hat mich sogar aus sämtlichen Datenbanken ausgesperrt. Ja, und dann durfte ich erst wieder. Und jetzt bin ich in der guten Lage, ich könnte jetzt jederzeit bestellen. Das hat sie natürlich nicht damit gerechnet. Ich könnte jederzeit jetzt kommen, aber es gibt ja nichts. Ne? Okay, da sind die großen Hoffnungen drauf gerade. Oder auf das hier, diesen Autos hier. Das sind natürlich zu teuer. Es war bloß interessant, muss ich ja nur als Anmerkung, wäre ja eigentlich was für die News. Das ist ja das neueste Auto von hier Mercedes. Ne? Ich verstehe die Daten hier nicht. Versteht ihr die Daten? Wenn man jetzt so ein normales Model S anguckt, das ist doch kein Auto, was ich in 2 Jahren verkaufen will, ne? Weiß ich nicht. Also, ja. Also ist zu teuer, aber die deutschen Hersteller, oder sind es alle Deutsche? Ne, da oben nicht, Jaguar nicht. Aber e-tron, wenn der günstiger wäre, wäre ja auch irgendwie interessant. Und bei Mercedes bin ich sicher, da kommen ja andere, ne? Kommen ja auch nochmal andere hier von Mercedes. Da kommt ja noch der EQA, die A-Klasse-Version, ne? Die muss ja günstiger sein. Und der 3er e-next müsste auch günstiger sein. Und dann kommt der da. Ne? Wann kommen die? Ja, genau. Nächstes Jahr auf der IAA. Wer fährt alles zur IAA nächstes Jahr und guckt die neuesten Autos an? Ja, da hinten alle, ne? Ja, hier. Wir treffen uns dort, ne? Oh, wir treffen uns dort und gucken die an und fahren die auch gleich, ne? Ja, also ich habe schon Hoffnung, dass VW es irgendwie hinkriegt. Aber vielleicht auch BMW mit irgendwas. Oder Mercedes, ich weiß auch nicht. Habt ihr die neue A-Klasse schon mal angeguckt? Die sieht echt cool aus. Drin so die Displays, ne? Wenn das ein E-Auto wäre, wäre das echt cool. Ja. Nee, bei mir stand aber ja immer dran, hier, ne? Seht ihr da, was da dran steht bei mir da unten, ne? Deshalb Hinweis schon auf den nächsten, nee, nächsten nee, Vortrag, sondern in, Moin. Sondern übernächsten. Wir warten alle doch noch auf Model 3, ne? Ja, guck, hier haben schon Model 3 angeguckt. Hier, oh, sind sie, Gabor. Gabor ist schon gefahren, silberne Model 3,
Und ich saß zumindest mal drin. Ich durfte nicht mal aus der Garage fahren hier. Ja, das Auto hat ein Kofferraumproblem. Wie kann man so einen Kofferraum bauen? Wir als Deutsche müssen doch ständig irgendwie Kühlschränke transportieren. Das geht doch gar nicht. Gibt es auch in Rot hier? Next Move und Werbung. Werbung hier. Next Move Day Nummer 3 auf dem Hockenheimring. Fahren wir auch mit dem Auto rund. Und ich bin offizieller Mitarbeiter von Next Move dort. Und vielleicht darf ich Model 3 sogar betreuen. Dann dürft ihr mit mir da rundfahren. Das wäre doch was, ne? Das ist Schleichwerbung. Genau. Ansonsten, nachher gibt es noch einen kurzen Vortrag über Drive Tester 3.0, dem nämlich 6 Leute ein Model 3 kaufen und dann ist vielleicht ja doch finanzierbar. Bin ich auch dabei, sage ich zumindest im Moment noch. Aber wann kommt das Auto, ne? Genau, das warten wir. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dasein. Da steht schon der Moderator. Ja, danke schön, Frank. Also wenn du sogar den Hund überzeugen kannst, dann... Der ist immer überzeugt. Der muss ein toller Vortrag gewesen sein. Und da du ja auch einigermaßen pünktlich fertig warst, bekommst du natürlich auch den Horber Wein von der Stadt Horb. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass ja. du das gefunden hast. Dankeschön. Vielen Dank. Voilà, bitteschön. Und diesmal erzählst du gar nicht, woher du. So, wir machen ganz kurz Pause und dann geht's gleich schon weiter. Alles gut? Sehr schön, ja. War super. Aber jetzt wisst ihr nicht mehr als vorher.